Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu dieser kurzen Ansage. Ich muss mich im Voraus bei euch entschuldigen, denn ihr werdet gleich in diesem Video, während ich in die Kamera quatsche, ein kleines bisschen Geklapper hören. Dies ist dem Mini-Stativ geschuldet, welches ich in Saturn gekauft habe für 5 bis 6 Euro. Leider habe ich es erst mitbekommen, nachdem ich zu Hause die Videodatei gesichtet habe. Hätte ich das Ganze natürlich vorher mitbekommen, hätte ich es gar nicht benutzt. Inzwischen habe ich dieses Scheißding entsorgt, also das Stativ, nachdem ich damit allerdings vorher einen Obdachlosen verprügelt habe, der von mir Geld wollte. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch dennoch sehr viel Spaß bei diesem Video. Ignoriert die Klapper und beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß, macht's gut und tschüss. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen hier in der Natur. Christian macht mal sein erstes Video im Stile von Broadcast Yourself. Ja, ich kann mal erzählen, wo ich bin. Ich bin hier gerade in der Nähe von Strausberg, da gibt es so einen kleinen See. Ja, und da bin ich dann mit der Fähre rübergefahren. Ich bin auch in Begleitung unterwegs, die sie aber hier dezent zurückhält, weil ich auch verstehen kann. Aber sind hier sehr so beknackt sein wie Ecke. Ja, dann sind wir mit der Fähre rübergedonnert hier, habt ihr auch gefilmt, werde ich euch auch gleich zeigen. Ja, ich werde jetzt hier ein paar Bilder machen von der Natur, weil ich sowieso so ein kleiner Naturfreak bin. Und ja, die Rückfahrt zur anderen Seite filme ich dann auch nochmal. Was ich euch schon mal zeigen kann, ist jetzt so diese geile Kulisse. Gut, die werdet ihr wahrscheinlich nicht so empfinden wie Ecke, aber sieht schon mal saugeil aus. Ja, wenn ihr mal rüber guckt. Die Häuser, die da sind, ja, am Stadtrand hier von Strausberg, an dem See hier. Ja, ist gerade aus komischer Weise der Harry Potter Stock hier durch das Bild gesegelt. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Ja, ich musste einfach mal raus aus der Stadt. Ja, wenn man die ganze Zeit Wege durch die Gegend rennt und mit tausenden Menschen zu tun hat, wäre es mal froh, wenn man diese Pack mal los ist, ja, um mal hier Sigmar Gabriel zu zitieren. Ja, auf jeden Fall gucken, was ich so für Bilder mache. Wenn alles klappt, schneide ich die euch mit drin und vielleicht quatsche ich auch den Ball mal so kurz drin oder so, mal keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich mal froh, bis zu Hause raus zu sein. Tut mir ganz gut und Frühstück tut immer gut. Allerdings heute ohne Bier, aber scheiß drauf, beim nächsten Mal vielleicht. Gut, bis später oder so. Ciao, ciao.
So, Metal-Leute, Mahlzeit-Freunde, meine Entschuldigung, nicht klar die Begrüßung hier. Ja, also fühle mich gerade wohl in der Natur hier, definitiv. Gerade eine schöne Schwanfamilie da gefilmt. Fotos von dir macht, ne? Die Schwanmutti natürlich hat besonders aufgepasst, weil man darf nicht vergessen, wenn die ihre Jungen dabei hat und die sieht ihr als Bedrohung an, ja, dann sollte man da ein bisschen Abstand halten, ne? Weil Schwäne können verdammt aggressiv werden, ne? Ihr wisst ja, wenn die Jungen in Gefahr sind, dann sollte man lieber vorsichtig sein, zumindest in der Tierwelt. Der Mensch ist jetzt scheiße, ja, der macht halt ein paar neue Kinder, scheiß drauf, ja, ist so wild. Ja, ist doch so, ne? Also von daher, ja, in der Tierwelt herrschen wesentlich noch Rang und Ordnung, wie es sich hier hört. So, und hier sehen wir so ein Ritual-Logo von irgendwelchen Hexen und Magiern. Hier kann man halt Tote rufbeschwören. Ja, das heißt zum Beispiel, man kann hier alte YouTube-Kanäle wiederbeleben oder so. Ja, und da sehen wir schon so einen Hexenfinger hier im Bild. Ja, also muss aufpassen, was ich sage, bevor ich hier verflucht werde. Man sollte solche Sachen natürlich nicht unterschätzen. Ja, das ist ein Zeichen für, wie gesagt, tote Kanäle auf YouTube zurückverwandelt. Also ich würde mir da echt überlegen, ob ich da das in Erwägung ziehe. Ne? Also mal ein kurzer Schwenk in die Würzburger Gegend und so weiter. Aber gut, das ist jetzt ein interner Witz, muss sich jeder verstehen. So, ja, ich werde da noch ein paar Bilder machen, ein paar Aufnahmen und so weiter. Da werde ich gleich hier drin klatschen. Ja, und dann mal gucken, weil ich da in Sony Vegas draus zaubern kann. Bin da gerade ein bisschen am Rumprobieren mit den Effekten und so weiter. Und so, mal gucken. Also, macht Spaß auf jeden Fall. Ja, mal kicken, weil es noch so viel Videomaterial folgt. Und ja, falls jetzt nichts mehr von mir kommen sollte, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Hier sehen wir in freier Wildbahn die seltene Gattung des Emersweiner Schimpansen. Ich versuche ganz leise zu sein, damit er nicht mitbekommt, dass er aufgenommen wird. Weil die Emersweiner Schimpansen sind wirklich eine ganz seltene Tierart. Oh, dieser Duft, ey. Ja, da rennst du tagelang durch Berlin. Riechst den ganzen Mief von dieser verfickten Großstadt, ey. Und hier in der Natur riechst du lecker diese veganen Schnitzel hier. Na okay, guck mal auf Baumstamm und Holzspäne. Ich glaube, heute abhaken wir Spaghetti Holzspänese. So mit Hackspäne und Nudeln. Ah, lecker. Ja, das musste mal kurz sein. So ein bisschen für Kosten der Veganer nochmal Humor abziehen hier. Atme tief, die Luft ist selten. Genau so sieht's aus. Oh, wisst ihr, was ich gerade richtig geil finde? Sonnenbrille aufsetzen. Diesen Holzgeruch, der ist echt saugeil. Oh, also da würde ich mir jetzt am liebsten so eine Karte nehmen, den kleinen Stiefel, na klar, so einen kleinen Schnippel und dann einmal Nase von voll nehmen, Alter. Das wirkt garantiert besser als Kokain oder so. Oder Heroin oder wie das Scheißzeug heißt, was sich da eine Leute in die Nase ziehen, Alter. Oh, ich bin schon völlig high vom Holzgeruch hier. Hier. Ah, herrlich. Ja, da sind ja dann quasi Bleistifte ins B und Papiere und was für ein Scheiß, ey. Ein Hoch auf den Naturabbau, yeah, mehr davon. Der war nicht gerade gut. Entschuldigung. So, Freunde, und was ihr hier seht, ist eine Wagenladung voll Zahnstocher für Chuck Norris. Ne? Also wisst ihr Bescheid.